herzlich willkommen zum heutigen Film. Jeder, der schon mal draußen versucht hat zu filmen und dafür eine Kamera oder auch das Smartphone verwendet hat, weiß, dass es draußen immer problematisch ist, einen ordentlichen Ton aufzunehmen. Zumindest, wenn man die normalen Mikrofone der Geräte verwendet. Aus diesem Grund gibt es natürlich auch spezielle Mikrofone für Vlogger oder für YouTuber, Streamer etc., die halt im Außeneinsatz verwendet werden können. Und heute möchte ich euch zwei sehr gute Mikrofone vorstellen. Und zwar einmal das Rode Video Micro, ein sehr kleines Mikrofon. Und das Rode VideoMic Go 2. Da seht ihr schon, das ist ein deutlich größeres Kaliber. Und die beiden werde ich jetzt heute mal gegenüberstellen. Viel Spaß beim heutigen Film. So, fangen wir mit dem Rode VideoMicro an. Das Mikrofon hat eine Länge von etwa 8 cm. Und ihr seht es hier schon, es ist an einer Stabilisierung aufgehangen. Also die dient dazu, Schwingungen nicht auf das Mikrofon zu übertragen, damit es halt nicht auf dem Video zu hören ist. Und das Ganze ist eine etwas wackelige Geschichte. Generell funktioniert es. Es funktioniert meiner Meinung nach sogar sehr gut. Ich habe lange Zeit damit auf der FZ1000 damals gefilmt und war mit der Qualität eigentlich sehr zufrieden. Geliefert wird das Ganze mit einer sogenannten Deadcat. Das heißt, die wird dann hier drüber geschoben und das verringert halt Windgeräusche etc. Beziehungsweise wenn man zum Beispiel, so wie ich, immer wieder laut ein- und ausatmet, wird auch das gut herausgefiltert. Wir werden gleich mal eine Tonaufnahme damit machen, damit wir mal direkt vergleichen können, wie sich das jetzt schlägt im Vergleich zum Rode VideoMic Go 2. Beides sind übrigens Richtmikrofone. Das heißt, hier vorne ist der Bereich, wo hereingesprochen wird. Es handelt sich hierbei um die Nierentechnologie und hier innen drin sind komplexe Strukturen, die halt dafür sorgen, dass der Ton sehr ordentlich und sehr weich aufgenommen wird. So, und beim VideoMic Go 2 ist es so, hier haben wir schon ein wesentlich längeres Mikrofon. Das hat also eine Länge von ungefähr 17 cm und es ist aufgehängt an zwei Stabilisatoren. Das Ganze ist also wesentlich stabiler und auch nicht so, ja, sag mal so wackelempfindlich, windempfindlich. Und hier haben wir im Lieferumfang einen Schaumstoffüberzug. Der wird also einfach so darüber geschoben. Auch hier sehen wir wieder, es ist auch ein Richtmikrofon. Hier vorne würde halt reingesprochen werden. Und wenn man hierfür eine Deadcat möchte, die gibt es natürlich auch. Die muss man allerdings separat kaufen. Beziehungsweise ich habe auch, glaube ich, mal ein Kit gesehen, wo beides zusammen angeboten wurde. Bei den Preisen ist es so, das kleinere Rode kostet ungefähr 60 Euro. Das große kostet ungefähr 100 Euro. Und wir werden jetzt gleich beim Tontest einfach mal schauen, ob man den Unterschied tatsächlich bemerken wird. Bei beiden Mikrofonen ist übrigens das identische Kabel dabei, welches auf beiden Seiten Klinkenstecker hat. Die passen normalerweise auf die gängigen Smartphones auch drauf, beziehungsweise auf die Kameras. Es gibt natürlich auch Adapter für den Fall, dass ihr nur USB-C habt. Dann braucht ihr halt einen Adapter von Klinke auf USB-C und auch das funktioniert aber einwandfrei, das habe ich schon getestet. So, es kann natürlich sein, dass ihr die Mikrofone einfach daheim verwenden wollt, zum Streamen beispielsweise oder um Filme aufzunehmen. Und deswegen mache ich einmal einen Test so im Büro. Jetzt aktuell filme ich nur mit der Lumix FZ2000, das heißt mit den kamerainternen Mikrofonen, um gleich einen Vergleich haben zu können. Und ich gehe hin, klopfe einige Male auf das Stativ. Und nun der Vergleich mit dem kleinen Rode Mikrofon. Mal schauen, ob hier die Tonqualität besser geworden ist, beziehungsweise ob hier eher Störgeräusche wahrzunehmen sind. Was mir auch wichtig ist, ich klopfe zwischendurch jetzt mal an das Stativ. Nun der Test mit dem großen VideoMic Go 2. Auch hier werde ich einmal nur die normalen Gespräche aufnehmen und dann auch hingehen, einmal auf das Stativ klopfen. So, dann fangen wir mal mit dem Test an. Ich filme mit der Lumix FZ2000 und ich bewege mich etwas von der Kamera weg, beziehungsweise gehe beim Sprechen auf die Kamera zu, gehe auch einmal um die Kamera herum, um zu hören, wie die Geräusche aufgenommen werden, die ich hier die ganze Zeit von mir gebe. Wichtig ist, hinter mir geht eine Bundesstraße vorbei, das heißt, die Autos fahren von links hinter mir vorbei nach rechts durch. Und ich möchte schauen, wie gut diese Störgeräusche eventuell beim Filmen entfernt werden. So, dann den gleichen Test nochmal. Dieses Mal mit dem Rode VideoMicro, also dem kleinen Rode Mikrofon. Ich filme nach wie vor mit der Lumix FZ2000, bewege mich von der Kamera weg, gehe auch auf die Kamera zu,
Gehe einmal um die Kamera herum, um zu hören, wie die Seitengeräusche zu hören sind. Und ich denke, das ist ein ganz guter Vergleichstest, den wir dann so machen. So, der dritte Test ist mit dem großen Rode-Mikrofon, mit dem Rode VideoMic Go 2. Auch hier bewege ich mich von der Kamera weg, gehe wieder langsam auf die Kamera zu, rede die ganze Zeit, gehe einmal um die Kamera herum, um zu hören, wie die Seitengeräusche aufgenommen werden und ob man nach wie vor die Autos hören kann, die hier an der Bundesstraße entlang fahren. Und das war mein Test Outdoor. So, der Test draußen könnte etwas schwierig gewesen sein, deswegen auch nochmal einen Test hier drinnen. Ich filme wieder nur mit der Lumix XZ2000, also ohne zusätzliches Mikrofon. Jetzt gehe ich langsam auf die Kamera zu, rede ganz normal um die Kamera herumgehen, werde ich es mir hier sparen. Ich habe im Hintergrund das Fenster offen, also auch da würde man dann die Störgeräusche von den Autos wahrnehmen, die halt auf der Bundesstraße hin und her fahren. Und solange ihr diese nicht hört, ist alles okay. Als erstes wieder der Test mit dem kleinen Rode-Mikrofon. Auch hier gehe ich wieder langsam auf die Kamera zu, rede die ganze Zeit währenddessen. Und im Hintergrund ist nach wie vor das Fenster offen, das heißt die Autos an der Bundesstraße, die fahren hier die ganze Zeit vorbei. Ich kann sie so akustisch wahrnehmen. Die Frage ist, ob sie auch auf dem Film zu hören sein werden. Zu guter Letzt natürlich auch noch der Test mit dem großen Rode-Mikrofon, mit dem VideoMic Go 2. Auch hier gehe ich dann ganz normal auf die Kamera zu, rede die ganze Zeit währenddessen und auch hier ist natürlich das Fenster im Hintergrund offen, das heißt die Autos, die hier hin und her fahren, die kann ich die ganze Zeit hören. Die Frage ist aber, werden wir sie auf dem Film hören? Denn das Mikrofon ist natürlich in meine Richtung ausgerichtet, das heißt, das da hinten sollte eigentlich nicht zu hören sein, wenn alles gut läuft. Den Ton hier daheim nehme ich natürlich mit einem speziellen Studiomikrofon auf. Das hat also jetzt gar nichts damit zu tun, wie die Tonqualität hier ist. Aber das war einfach mal der Vergleich bzw. die Vorstellung dieser beiden Mikrofone. Meiner Meinung nach das Rode Video Micro optimal, wenn man zum Beispiel mit dem Smartphone unterwegs ist oder vielleicht auch mit einer kleinen DSLM-Kompaktkamera, weil da trägt es nicht allzu groß auf. Es liefert eine wirklich gute Qualität ab und das größere, das VideoMic Go, wäre halt bei mir jetzt zum Beispiel im Einsatz auf meiner FZ2000 oder auch auf der Pentax K1 Mark II. Das sind große Kameras, das heißt, die verpacken das Mikrofon auch ganz gut. Es wird nicht zu kopflastig und ich finde die Tonqualität des VideoMic Go wirklich besser. Jetzt nicht so gigantisch der Sprung wie vom Originalmikrofon der Kamera zum Micro, aber man hört schon einen kleinen Unterschied zwischen dem VideoMic Go und dem Micro. Ob das einem jetzt dieser Aufpreis wert ist, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, ich habe einen guten Kompromiss gefunden, weil ich halt für beide Mikrofons gute Verwendungen habe. Und ich sag mal so, wenn mal eins kaputt geht, habe ich auf jeden Fall noch ein zweites, mit dem man ebenfalls gut arbeiten kann und dass ich nicht auf das Originalmikrofon der Kamera zurückweichen muss. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.